Und damit herzlich willkommen zum nächsten Top 11 Video. Wie habe ich gestern so schön gesagt, ich werde euch garantiert das Champions League Spiel zeigen, ja. Diese Garantie, die ist leider nicht in Kraft getreten. Ich konnte es leider doch nicht aufnehmen, denn ich hatte mal wieder Probleme mit dem Aufnahmeprogramm. Das hat irgendwie gestern ein bisschen rumgespackt. Das wollte mich, glaube ich, ein bisschen ärgern. Und wo es dann wieder richtig gegangen hat, war schon die zweite Halbzeit fast rum. Und da habe ich gesagt, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr aufzunehmen. Von daher reiche ich euch jetzt das Ergebnis halt noch nach. Es war halt ein wichtiges Spiel gewesen. Wir haben es auch mit 1:0 leider verloren gegen TuS Durlach. Aber wir haben natürlich jetzt noch das Rückspiel, wo wir nochmal alles reinwerfen werden und diesen Wettbewerb noch irgendwie zu retten. So, jetzt gibt es gleich noch das Liga-Live-Spiel, was ich euch zeige. Aber ich will euch noch ein kurzes Ergebnis noch zeigen. Ja, HVB hat tatsächlich mal ein Spiel verloren in der Champions League. Hat zu Hause mit 4:2 verloren. 2:4 gegen Brugius FC. Also er kann auch verlieren und kann nicht nur Spiele gewinnen. Das wollte ich nur mal kurz zeigen. Es gibt zwar noch ein Rückspiel, das kann er wahrscheinlich noch drehen, aber trotzdem, das ist doch mal ein ganz gutes Gefühl, dass er auch verlieren kann und nicht dieser Dominator ist. Okay, wir hören uns jetzt gleich wieder zum Ligaspiel. So, auf geht's ins Ligaspiel. Der heutige Gegner ist VfB Stuttgart. Eigentlich ein relativ starker Gegner, aber momentan nur auf Platz 8 in der Liga. Der hat sich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr erhofft. Wir müssen heute zwei Änderungen an unserer Startelf vornehmen. Jetzt zeige ich euch kurz schnell den Gegner. Also hier relativ starkes Team, was der eigentlich da beisammen hat, aber er kann es irgendwie nicht so auf den Platz bringen anscheinend. Gut, also wir müssen zwei Änderungen in unserer Startelf vornehmen aufgrund von Sperrungen. Ja, das kommt leider öfters vor. So, einmal müssen wir Linksverteidiger, da muss ich leider einen Drei-Sterne-Spieler aufstellen, hoffentlich rächt sich das nicht. Und dann auf dem linken Mittelfeld, also Aminifa ist ja einmal gesperrt und dann ist auch Hau gesperrt. Dafür konnte ich aber noch einen Ersatzspieler verpflichten, Chris Reinhardt, linkes Mittelfeld. So, das ist dann halt immer wichtig, diesen gleichwertigen Ersatz zu bringen. Auf der Linksverteidigerposition bin ich leider nicht fündig geworden. Ist jetzt so, ich hoffe, dass ich dieser Drei-Sterne-Spieler da jetzt nicht, dass das jetzt kein Unglück irgendwie gibt. Ich hoffe nicht. In so wichtigen Spielen wie natürlich jetzt in der Champions League das Rückspiel. Also da muss ich wirklich nochmal alles reinwerfen, um diesen Wettbewerb noch zu retten. Ich will ungern aus diesem Wettbewerb ausscheiden. Aber es ist halt auch ein starker Gegner, auf den wir da treffen. Das ist ganz klar. Aber falls HVB wirklich da ausscheiden sollte, will ich nicht sagen, dass der Weg frei ist, aber man hat schon eine relativ gute Chance für den Titel dann. Ich meine, der Typ hat die Chance, das Triple dieses Jahr zu gewinnen. Das Triple, was ich eigentlich mal irgendwann mal Ziel gefasst habe, irgendwann mal in der Top 11 Saison das Triple zu gewinnen. Das ist mir bisher noch nie gelungen. Höchstens das Double mal, aber das Triple eben noch nicht. Und das kann er eben gewinnen, weil er in allen drei Wettbewerben noch voll dabei ist. Liga ist er, wie gesagt, mit 4 Punkten Vorsprung Erster. Pokal-Halbfinale ist er, hat jetzt auch das Hinspiel, glaube ich, auch mit 5:0 gewonnen im Halbfinale. Da ist er auch auf dem besten Weg, da den Titel zu holen. Und wie gesagt, in der Champions League im Viertelfinale, aber das Hinspiel jetzt verloren. So, Giroma jetzt, das ist mal eine Chance. Bleibt aber in der Mauer hängen, das kann er definitiv besser. So, jetzt aber auf der anderen Seite, der hat auch einen Freistoßspezialisten drin, aber der kann es auch nicht besser machen. Ja, wir müssen heute echt aufpassen, dass wir uns diese 3 Punkte holen, weil die sind einfach wichtig und dass wir hier bloß nichts liegen lassen hier heute.
Zur Halbzeit steht es erstmal 0 zu 0, aber das hatten wir öfters, dass es zur Pause erstmal 0-0 gestanden hat und dann in der zweiten Halbzeit haben wir aufgedreht. Diese Angriffsbonus, die bringen meistens auch nicht viel. Aber ich setze ihn jetzt halt einfach mal ein. Ne? Stark gehalten von Koch da. Bewahrt uns hier vor dem Rückstand. Oh, und es gibt Elfmeter. Ei, ei, ei. Den setzt er aber übers Tor. Glück gehabt für uns. Ei, 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 ei. Kara Duman setzt den Elfmeter übers Tor und damit steht es weiter 0 zu 0. Also wir haben ein bisschen Glück heute hier. Ja, es muss jetzt ein bisschen mehr kommen noch. Ich will heute hier keine Punkte liegen lassen. Aber das ist alles zu ungefährlich wieder. Ah, schade. Ecke jetzt vielleicht, aber auch die bringt keinen Erfolg. Das ist zu wenig einfach. Wir müssen diesen Gegner eigentlich schlagen. Und da ist es, Madureira. Oh, da muss ich einen Verteidiger nach vorne bringen. Gut, Matlick hat sich da so ein bisschen auf die Außen geflüchtet. Warum er das gemacht hat, keine Ahnung. Jepson jetzt die Verletzung. Okay, das kann man verkraften. Und dann muss ein Abwehrspieler muss dann quasi mit nach vorne kommen und den Ball ins Tor schieben. Das ist das 1-0 jetzt erstmal. Aber wir müssen natürlich jetzt aufpassen hier, dass wir uns jetzt nichts kassieren hier noch. Aber das ist so wichtig, dieses Tor von Madureira. So, jetzt kommt Giorgiotto rein für Jepson. Das Ding jetzt irgendwie über die Zeit hier bringen. Jetzt gibt es den Wechsel noch. Ja, die Zeit läuft jetzt so langsam aus. Ich denke mal, das war's dann auch. Es gibt noch den einen Angriff und ich beende jetzt schon mal das Video und wir hören uns dann morgen zum Ligaspiel wieder. Bis dahin, ciao. 2 zu 0 noch, sehr gut. Also 2 zu 0, wir hören uns morgen wieder. Bis dann.